Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich anhand von zwei Beispielen die Lügen der Mainstream-Presse aufzeigen. Am 15.04.2012 berichteten die ARD über Holmes Syrien. Als Beweis hierfür wird ein Video eingeblendet, dass die syrische Armee den Friedensplan nicht einhält. Und hier das Video. In Homs soll es erneut zu Gewalt gekommen sein. Oppositionelle veröffentlichten Videoaufnahmen, die Granatenbeschuss und Schießereien zeigten. Drei Menschen sollen getötet worden sein. Am gleichen Tag berichtete das ZDF im Heute-Journal über den Vorfall in Kabul, Afghanistan. Kurz zuvor wurden Gräueltaten der US-Armee aufgedeckt. Um davon abzulenken, muss man Beweise zeigen, wie grausam doch die Taliban sind. Und hier der Beitrag. Die Botschaft der Taliban ist klar. Wir sind noch da. Und hier mal beide Videos übereinander gelegt, um es besser vergleichen zu können. Und noch einmal. Es ist haargenau das gleiche Video. Als diese absolut fatale Lüge aufflog, war auf der ZDF-Mediathek-Seite nur noch Folgendes zu sehen. Dieses Beispiel soll zeigen, dass wir für Lügen in den Mainstream-Medien GZ-Gebühren zahlen. Was ich persönlich eine Riesensauerei finde. Bitte schaut über den Tellerrand hinaus und glaubt nicht mehr alles, was euch die Glotze erzählt. Vielen Dank fürs Zusehen.